und herzlich willkommen bei Wir probieren. Ja, heute mit Gaffels Fassbrause Zitrone. Jawohl. Haben wir zugeschickt geschickt. Genau, erzähl doch einfach mal. Ja, das hat uns der Produzent netterweise zugeschickt gehabt. Das ist aber, muss dazu gesagt werden, die rheinische Fassbrause. Also hat mit der Berliner Fassbrause an sich nichts zu tun. Mhm. Nur für die Klugscheißer unter uns. Für die Dummpisser unter uns, genau. Was ist jetzt großartig der Unterschied? Eine rheinische Fassbrause ist quasi, ja, wie ein Bier gebraut worden. Also wirklich mit Gerste und dem vollen Drum und Dran. Und eine berlinerische Fassbrause ist halt nur im Fass dann zugesetzt, dass es bräust, aber nicht wirklich gebraut in dem Sinne. So. Also ist quasi die gefakte dann. Das ist quasi die Fake-Fassbrause, genau. Was ist denn, wenn man in Amerika eine Fassbrause bestellt, was kriegst du denn da meistens? Irgendeinen Scheiß. Okay, lass mich so stehen. Das sind Amis, die probieren irgendwelche deutschen Werte aufleben zu lassen. Von daher geht das sowieso schief. Die amerikanische Kultur. Sag ich doch. Es riecht leicht nach Zitrone. Aber nicht wirklich extrem. Und es riecht auch so... riecht auch nur so leicht... ja, generell ein Zitrus eher und hat auch noch so was Hintergründiges, was ich jetzt aber gerade nicht fassen kann. Bier. Bier? Bier. Ja, Bier. Kein Wunder. Genau. Das kenne ich irgendwie nicht. Ja. Probier mal, du wirst überrascht sein. Ja, es ist Zitronenbier. Der aufmerksame Zuhörer, Zuschauer weiß ja, dass ich ein großer Bierfreund bin. Bist du, jawohl. Nicht. Das ist astrein ein Radler. Nee, ist es nicht. Was? Das ist kein Radler. Doch, natürlich. Es schmeckt wie ein Radler. Nein, unter Garantie nicht. Natürlich. Nein, das schmeckt nicht. Ein Radler ist für mich allgemein eine Mischung aus Bier plus süßer Limonade oder eben Sprudelwasser. Das ist nach Definition ein Radler. Ja, und das schmeckt nicht nach Radler. Aber ich weiß, wie Radler schmeckt, weil das kann ich noch trinken. Das ist kein Radler. Doch, es ist ein dünnes Radler. Ein dünnes Radler. Dann ist es aber auch kein Radler. Dann ist es nämlich mit sowas wie Kölsch oder Alt, was auch kein Bier ist. Also auch kein Radler. Es weil kommt Radler aus dem Rheinland. Also ist die Voraussetzung dafür eben, ne, du kommst dahin, eine dünne Version davon. Also kein Radler, weil das ist ja mit Bier. Auf jeden Fall ist aber 0,0 Alkohol drin, also aber es geht in die Richtung Pussy-Bier-Misch von Geschmack her. Nee, ich würde eher sagen, es ist hauptsächlich schmeckt es einfach mal nur nach normalem Sprudel. Nicht nach süßem Sprudel, nicht nach Zitronensprudel oder sonst irgendwas. Aber ich finde, die Biernote ist schon drin. Ja, aber hauptsächlich schmeckt es erstmal nur nach Sprudel. Dann hast du eine leichte Biernote drin. Ganz am Ende eben. Und dann auch eine ganz minimale Zitrone, aber die ist verschwindend gering. Und that's about it. Und sowas trinkt der Rheinländer. Anscheinend. Also der Rheinländer an sich. Man weiß es nicht genau. Was ich an der einfach nur schade finde, ist, dass sie mich nicht erfrischt. Weil ich glaube, ich würde die Flasche runtertrinken und hätte danach mehr Durst wie vorher. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, weil es hat einfach keinen zu starken Eigengeschmack. Es ist sowas, wo du denkst, da fehlt was. Irgendwas fehlt. Entweder sie müssten noch mehr Richtung Zitrone Bier, oder Richtung Bier. Oder entweder Zitrone. Aber im Endeffekt ist es wirklich für die gedacht, die zwar Bier gern trinken, aber gerne alkoholfreie Version davon haben wollen. Wahrscheinlich. Oder keine sowas. Ahnung. Also wenn du einen Radler homöopathisch verdünnst, dann genau. Warum? Ja, das ist das, was ich mich frage. Für wen? Also, ne? Die Daseinsberechtigung für dieses Subjekt. Gut, das frage ich mich beim Rheinland auch. Ja, gut, das kann man umzäunen, mit TNT anfüllen. Und ich definiere, hier ist außen. Ich definiere, da ist nichts. Das ist wie Bielefeld, ja. Die Rheinland-Verschwörung oder ja. So ähnlich. Ja, nee, haut mich überhaupt nicht vom Hocker. Nein. Nee, tut uns, also tut mir ja leid nicht, aber... Nein, aber...
Ja, es war auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ihr uns das zugesendet habt. Es ist halt wirklich die Frage, ist das, trinken das die Rheinländer oder mögen die das auch nicht? Ich weiß nicht. Weil wenn die das auch nicht mögen, haben sie wirklich ein Problem. Ich glaube auch. Wenn das nur so im Rheinland bleibt, ist das ja, hat das ja seine Berechtigung. Du meinst, solange das Volk unter sich bleibt, okay, sollen sie machen und so viel Inzucht mit ihren Getränken betreiben, wie sie wollen. Ist okay. Ja. Aber so außerhalb, also. Jetzt muss ich ja, es gibt ja anscheinend schon eine ganze Weile, das Zeug. Also das ist ja, irgendwie muss ich das ja dort etabliert haben. Also denke ich mal schon, dass die das dort trinken. Scheint dort auch bekannter zu sein. Es gibt noch eine andere, es gibt noch mehrere Sorten davon. Es gibt noch Orange, habe ich gehört. Orangenversion gibt es noch davon, ja. Also wer sich das unbedingt mal geben will, kann das gerne mal tun. Aber es ist nicht von uns die Ansage, geht los und kauft euch das. Also für uns ist es einfach zu indifferent, ja, und zu wenig Eigengeschmack vor allem. Ja, und es hat einfach keinen wirklichen Eigengeschmack. Das ist das Problem. Wenn es wenigstens einen Eigengeschmack hätte, wo man sagt, ja, das hat was, das muss man mal probiert haben. Aber so, das gibt sich nichts. Das ist das Problem. Hat keinen erhöhten Koffeingehalt. So. Gesundheit. Aus ist eine Rülpsbrühe. Ja. Haben wir ja wenigstens einen Vorteil. Juhu, es lässt rülpsen. Fair. Ja, nee. Nee, doch nicht. Gut, mit diesen Worten, adios.